Heute ist Herbert wieder mein Teammate und wir sind ja aktuell beide Champion. Und wir machen heute gegen den Super Sonic Legend Niklas ein 2 gegen 1. Was schätzt ihr? Wie geht das Ganze aus? Schreibt es in die Kommentare. Lasst an der Stelle ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, let's go. Ja, Cedric und ich gegen den Super Sonic Legend Niklas. Ich bin gespannt, ja. Vor allem bin ich gespannt. Oh, die Demo, die war jetzt sogar nicht mal beabsichtigt, muss ich dazu sagen. Ab dem 5. Dezember 2023 gibt es kein Trading mehr. Das bedeutet, du hast jetzt die letzte Chance, dir dein Lieblingsauto, Item oder eben auch günstiger Credits bei Rocket League Exchange zu kaufen. Den Link findest du wie immer unten in der Videobeschreibung, denn wir wissen einfach nicht, wie es mit Rocket League Exchange weitergeht. Ja, generell, du wirst halt einfach keine Möglichkeit mehr haben, dein Lieblingsitem zu bekommen. Ja, einfach hier Plattform auswählen, dann eventuell, keine Ahnung, einen Fennec auswählen. Je nachdem, was du möchtest, dann meinen Code REAPERS nutzen, um 3% zu sparen und dann eben einfach beliebige Zahlungsmethode auswählen, das Ganze kaufen und schon bekommst du das Ganze noch in Rocket League getradet, ja, was ja leider ab dem 5. Dezember nicht mehr gehen wird. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich übernehme, ja. Okay, wäre auch noch eine Demo nice gewesen. Schön Cedric. Ja, also was denkst du denn, Niklas? Meinst du, du schaffst es gegen uns, oder? Ich sag mal so, ich habe letztens mal ein Turnier gespielt. Mit so, das war so ein Fahnturnier war das, also aus der Sand, das war so 50 Euro Turnier, 100 Euro Turnier. Ja. Bei so einer Orga. Und da habe ich mit einem Champ gespielt und da habe ich halt kaum mehr auf den Deckel bekommen, weil ich halt einfach 2 gegen 2 GCs gespielt habe. Also ich würde schon sagen, gegen Champs ist es, weiß ich, kann ich jetzt nicht genau sagen, ob ich das schaffe oder nicht, aber. Ja. Also wir sehen ja so aktuell. Ja, Cedric und ich sind ja Champion, also beide Champion 2, glaube ich. Ha, nice, Block. Ich glaube, es ist schon sehr ausgeglichen jetzt, so bis dato, erste Minute schon rum. Problem ist halt, genau sowas müssen wir halt, ja, vermeiden. So am besten diese, ja, 1-on-1-Situation. Ich gehe ab. Ja, die sollten wir schon irgendwie vermeiden. Ja. Oh, nice, der droppt. Ah, schade. Okay. Ich fahr. Ja, kann ich drauf fahren, Cedric? Ja. Okay, jetzt zu Kontermöglichkeit. Let's go! Der müsste sitzen. Ja. Ja. Let's go, okay, wir machen das erste Ding. Also, wir werden das Ganze auf jeden Fall auch nochmal öfter wieder machen, dass wir ja quasi auch mal machen, irgendwie, keine Ahnung, Niklas gegen 5 Diamonds oder so. Ist, glaube ich, auch ganz lustig. Oder, keine Ahnung, 5 Platins oder so. Oh, nicer Save. Oh, ich fahr vorbei. Oh, nice. Du bist halt immer sehr fast. Das ist so, ja, das Ding, was man merkt. Ich weiß gar nicht, bist du jetzt gerade die Season, bist du SSL, ne? Diese Season bin jetzt gerade momentan nur GC3. Ja. Schade. Aber last Season habe ich fast, ja, ich sag mal, close, also es ist close, aber ich war schon nah an 2K auf jeden Fall last season. Ah, du machst immer diese ekelhaften Kickoffs. Ja, last season glaube ich 1950 oder so, 1960 so, von der Baut so. Boah, schade. Der hätte geil werden können. Aber jetzt wird's eklig. Flip Reset. Oh, ja, das ist eklig. Ja, ja, komm, bring das Ding rüber. Ja, 3-0 ist schon gut. Aber das Ding ist bei Niklas, ich weiß, er braucht immer so eine Runde, um sich auf die Gegner einzustellen. Das hatte man auch in einem 1-on-1 mal gesehen. Ah, Herbert ist aber langsam wieder on point. Oh mein Gott. Zum Glück, ey, zum Glück. Oh nein. Kannst drauf. Oh. Shot. Ich hab's sogar wirklich noch bekommen. Krass. Oh Gott, er geht einen Fly an. Ja, der ist nicht. Was ist das drin? Ich dachte, das ist irgendwie. Ja, okay, jetzt aber. Ich hab Kickoff. Let's go. Du? Ja. Oh, let's go. Der war knapp. Komm, Herbert. Nein. Oh Gott. Ja, er hat keinen Boost mehr. Aber halt ein Flip-Reset. Ich hatte Boost, aber ich habe gefaked. Ich habe gewartet, bis du drauf gehst.
Ich hab mal so getan, als ich kein Booster. So. Ja, aber der Flip-Reset, Digga. Flip-Reset sind halt einfach insane, so, ne? Also ich sag euch so, wie es ist, denn wenn man Flip-Reset wirklich gut beherrscht und so alle anderen Basics auch, dann kommt man so easy auf Grand Champ. Nice, 4-2. Auf Kickoff alleine zu gehen, wenn man alleine spielt, das ist halt risky, ne? Das ist halt das. Kann halt schnell in die Hose gehen, ne? Ja, wie jetzt gerade schon wieder, deswegen, das ist echt sehr risky. Boah, der liegt. Herbert? Pass? Ja, let's go. Ja, man muss es schon sagen, es ist natürlich sehr, sehr schwer. Es ist sehr, 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 sehr schwer. Schade, ich dachte eigentlich, ich kann dir noch so einen Bump mitgeben. Ich bin ab. LOL, was? Das kannst du doch keinem erzählen. Und der doublet ihn nicht. Krieg ihn nicht. Achtung, du musst dich, ja, nice. Jo, werf dich einfach rein, Herbert. Block. Komm, wir gewinnen die erste Runde. Wir machen natürlich wie immer Best of Three, Leute. Und wir gehen in die zweite Runde rein. Ah, okay, du gehst immer noch nicht hin. Oh. Ja, es hat wirklich geklappt. Let's go. Nice, sogar abgeklatscht, Herbert. Ah, ich hab den nicht durchbekommen. Nice Shot. Gleich kommt wieder der Flick. Du jetzt, Herbert. Das ist halt auch der Vorteil bei so einem 2 gegen 1. Du kannst dich halt nicht sortieren, sag ich mal, ne? Du musst halt dauerhaft da sein. Okay, da wird der Fly kommen. Ich gehe jetzt schon mal Backboard. Ja, hab ich. Hab ich dich gefaked? Nee, das ist. Ich wollte den Bump und dann ist er gesprungen. Ach so. Nee, das war, weil Herbert auf, drauf gegangen ist und das hat mich so verwirrt, dass ich dann auch was im Backflug gemacht habe. Ah, der. Ja, der Flick war natürlich stark. Schau das Ding nach vorne. Hab ich. Ja, okay, beide. Ich fahr direkt drauf. Er kann ihn von da nicht machen. Ich muss erstmal einen Boost holen neben hinten. Warte. Kommt zu der. All good, du? Er ist schon schwer, den zu machen. Ich hab. Ja, okay. Ich fake ihn. Kein Boost leider. Ja, aus Versehen tatsächlich sogar gedemot. Aber das kann man ja auch nochmal wiederholen. Ja, hat nicht funktioniert. Du nochmal, Herbert? Oh, nee. Ja, okay, dann nicht. Okay, ich warte. Hab ich. Achtung, kommen 2 Minuten. Niklas ist auch so konzentriert, ne? 50. Achtung, du. Alles gut. Ich hab ihn so gut rübergelegt. Ja. Ja, schade. Ich dachte, du haust mal einen Fly raus. Oh, nice. Kann ich auch nicht viel machen. Ja, nee, da kannst du nichts machen. Den kannst du nicht saven. Das ist natürlich klar. Nicht. Das Dämon ist so unnötig. Das Dämon, wir können auch mal so ein Duell machen ohne Dämon. Das kann man auch ausstellen. Das ist natürlich, ja, das schon ist natürlich sehr unmöglich. Stark. Da kannst du nicht viel machen. Nee. Na, fuck. Oh, der ist nicht. Joke, ja, okay, den hätte man machen können. Nein, ich hab keinen Boost. Achtung. Ne, ich choke gerade alles wirklich. Das ist unglaublich. Boah, ja, komm. Wir müssen die zweite Runde auch gewinnen, Herbert. Ja, fahr du hin. Ja, ja. Der kommt. Ne, hat er. Aber ich bin schon wieder da und nerve. Ja!
Oh. Ich glaube, der Key ist, wir müssen einfach früh drauf gehen. Der Bump war ja insane. Oh, lol, der geht sogar rein. Wow. Jo. Achtung, Herbert, er kommt. Er kommt. Okay, diese Runde, ich weiß gar nicht, gerade eben hat es, glaube ich, ein Tor mehr. Flip Reset? Schade. Nein, nein, nein. Nein, 4-2. Ich weiß gar nicht, wie ging die erste Runde aus? Auf 4-2. Ich glaube nicht. Dafür hätte der Kick auf... Obwohl. Komm, Herbert. Einfach nur rüber. Nein. Na, ja, okay. Beide Runden gehen tatsächlich dann 4-2 aus. Krass. Hättet ihr gedacht, dass das Duell so ausgeht? Ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass Niklas schon nochmal ein paar mehr Tore macht. Vor allem, da wir immer oftmals auf sowas wie ein Flip-Reset nicht klarkommen. Lasst an der Stelle auf jeden Fall ein Like da. Lasst kostenlos ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Reapers raus. Ciao, ciao.